27. März 1167. Ein weiterer Chronikeintrag von Königin Theodelinda von Bayern, die sich hier in der Gesellschaft vieler mächtiger Herrscher in Europa befindet und eines Grafen. So, und es gibt noch einige Ziele, die in nächster Zeit verfolgt werden müssen. Unter anderem sollen noch glorreiche Kloster gebaut werden zum Ruhme Gottes. Der König von Polen bekämpft Meißen. Und damit auch indirekt das Heilige Römische Reich. Nicht, dass das irgendetwas ändern würde. Richtig. Aber es ist doch immer schön zu hören, wenn das Heilige Römische Reich noch mehr geschwächt wird, nachdem es so zerfallen ist. Dass sich irgendwann mal auflösen wird. Hoffentlich. So, ein weiteres Kloster wird errichtet. Ein Festmahl. Ja, doch. Immer wieder gern. Da bin ich immer wieder gern dabei. Das Kaiserreich Franzchen hat Großes zu verkünden. Endlich haben wir eine Saufinsel. Tatsächlich? Mallorca ist uns. Darf der König von Polen da auch mal hinkommen? Aber selbstverständlich. Mallorca gehört Franzchen. Aber er bittet darum, dann bitte auch alleine trinken zu können. Er ist nicht so ein Gesellschaftsmensch. Sie können trinken mit wem oder eben nicht mit wem sie immer wollen. Nun, ist denn Mallorca wenigstens schon katholisch und christlich? Ja, wenn wir das so sehen. Oder? Ist das so? Nein. Das ist ja noch immer Mubaldismus, der dort herrscht. Also ich hoffe doch, sie sorgen sofort dafür, dass hier die Mönche und Prediger hinwandern und alle Menschen zum wahren Glauben konvertieren lassen. Das kommt von ganz alleine. Man hörte außerdem, dass... Kaiser, mein lieber Kaiser von Franzien, erlaubt ihr dem König von Bayern einem Rang, oder der Königin vor allem von Bayern, einem Rang unter euch, diese Forderung öffentlich zu stellen? Dummes Geschwätz wird ignoriert während dem Trinken. War sie seine gute Einstellung? Also ich glaube, der Kaiser kennt nur die besten Gründe, uns zuzuhören, da wir ihm regelmäßig Nachschub liefern an Bier und an Wodka. Oh, richtig. So, deswegen Lieferung. Schickt eure Priester nach Mallorca. Glaubt mir, das wird sinnvoll sein, denn wenn der katholische Glaube in die Welt hinausgetragen wird, wird auch das Bier in die Welt hinausgetragen. So müsst ihr euch das vorstellen. Dann können sie Frederik! Auf nach Mallorca. Können sich alle so freuen. Bier und der Wodka. Geheiligt sei das Zusammenspiel von Bier und Wodka. So, und ich glaube, unsere Kinder, werter König Konstantin von Aquitanien, können jetzt endlich heiraten. Sie sind alt genug. Es wird ein Fest für die Ewigkeit. Absolut. Mein Sohn Hans ist ganz angetan von seiner jetzt Ehefrau. Ich frage mich nur, wie ist denn Prinzessin Tiborg zu einer Glaubenskriegerin geworden? Wurde sie im letzten Kreuzzug mitgenommen ins Heilige Land, an das Schlachtfeld? Ich meine, ich habe dagegen nichts. Schaut euch die Konstellation an, was unsere Landen im Süden droht. Ein Teufelsgebiet beherrscht von Ungläubigen. Und da kann man nur, da kann es nur dazu kommen, dass unsere Familie als Glaubenskrieger vorantritt, um Spanien von diesen Sündern und Teufeln zu befreien. Absolut, das können wir nur unterstützen. Bringt den christlichen Glauben nach Spanien, wie er einstmals dort auch rechtmäßig war. Schaut euch diesen Emir von Valencia an. Allein sein Erscheinungsbild eines wirklich wahren Teufels würdig. Emir von Valencia. So schlimm ist er gar nicht. Ja, seine Sünden und seine Lastern haben ihn zu einem
Buckligen gemacht. Ja, davon okay. Hörten wir auch. Ja, das die ist bucklige der Gestalt Gottes. Sieht man, die bucklige Gestalt sieht man ihm aber nicht an. Das liegt an seinem großen Turban. Ah, natürlich. Aber der König von Polen muss sagen, der Kopfschmuck seiner Frau gefällt ihm. Oder ist es die Frau, die ihm gefällt? Na, das ist egal. Aber sie hat eindeutig den falschen Glauben. Genauso das wie der sowieso. Emir. Diese Deutschen wissen echt nicht, wann Schluss ist. Die rennen hier ständig in unterlegener Truppenzahl in die polnischen Truppen rein. Und schaffen gar nichts. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Ehemann für unsere Tochter Prinzessin Gisela von Bayern. Und schauen gerade die Liste der heiratsfähigen jungen Männer durch. Aber so richtig viele kommen aktuell nicht in Frage. Brixen. Die Vasallen des Kaisers stemmen mehr Soldaten als er. Gut, dass es in Franzien gang und gäbe. Davon hörten wir. So etwas können wir uns in Bayern nicht vorstellen. Zentralismus ist hier alles. Ein Radspitzel ist in einer feindlichen Fraktion gegen mich? Was denkt er sich nur? König Mikulajc, habt ihr Zeit, dass wir uns treffen können? Bei euch vielleicht? Wir sind noch mit Meißen beschäftigt. Danach meinetwegen. Gut. Meldet euch bei uns. Gut, wenn hier jemand mit Meißen beschäftigt ist, können wir denn dann mit etwas anderem beschäftigt sein? Haben wir einen Priesterkaiser im Heiligen Römischen Reich? Jetzt schon. Der hat uns gerade einen weißen Frieden angeboten. Als religiöser Eifer sollte es dann euch ein Bedürfnis sein, das Heilige Römische Reich zu unterstützen. Werte Königin von Bayern. Das dürfte schwierig werden. Schließlich darf ein Priesterkaiser nicht heiraten. Der Graf von Zwolle sieht verheiratet. Das sogar eher als. Der Graf von Zwolle sieht das Ganze sogar eher als Blasphemie. Zum einen ein das Mann Gottes, auch so. Der verheiratet ist, Kaiser ist, welcher der weltliche Beschützer aller Christen ist und auch noch ein geistlicher Vertreter durch sein Priesteramt ist und somit den Papst indirekt untergräbt. Große, riesengroße Freude in Aquitanien. Nach unfassbaren 6 Mädchen wurde mir ein Junge geboren. Er ist im Moment Alleinherrscher und Alleinerbe und wird das Erbe von Aquitanien hoffentlich fortführen. In ein paar Jahren. Da gratuliere ich doch herzlich. Ich danke auch. Feier ausrichten zu seiner Geburt? Ich werde alsbald eine Feier ausrichten. Um es genau zu nehmen, jetzt. Ach, wunderbar. Und werte Königin von Bayern, wollen wir nun unseren Plan der Doppelehe vollziehen? Habt ihr ein junges Mädchen, was dem Alter entsprechend unsere beiden Häuser miteinander verbünden will? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wie alt ist euren neugeborenen Sohn? Genau, er ist 0. Wir haben eine 9-jährige Tochter. Ach. Aber vielleicht, wir haben nur einen noch jüngeren Sohn. Ich hätte eine 3-jährige Tochter. Gut, ich dachte, König ihr seid Mikulaj mit Meißen von beschäftigt, wäre der König von Polen. Ja. Meißen tut gerade keinen Widerstand entgegenbringen. Und ihr erinnert euch an die Unterredung, die wir führen wollten?
Was für Unterredung. Der König hat getrunken. Dann wollen wir gerne jetzt eine Unterredung mit euch führen. Wenn es um die Tochter geht, unverkäuflich. Es geht nicht um die Tochter. Keine Sorge. Wenn es um die Heirat geht, nicht mit Bayern. Was habt ihr gegen Bayern? Eure Handlungen gegen mich sind schon schlimm genug gewesen. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Welche Handlungen haben wir denn bitte gegen euch getan? Vor einer Weile noch habt ihr mich bedroht. Das mochte ich nicht. Da kann ich ja nichts dafür, wenn ihr euch da einschüchtern lasst. Das waren nur gewählte Worte, die hier geführt wurden. Wenn es um Heirat geht, nein. Habt ihr denn, werter König von Aquitanien, eure anderen Kinder alle schon verheiratet? Natürlich nicht. Ich bin geduldig und aus dem Grund warte ich die richtige und passende Situation ab, um meine Kinder entsprechend zu verheiraten. Das können wir absolut nachvollziehen. Prinzessin Christine von Frankreich. Und meine werte Frau ist schon wieder schwanger. Soll es etwa einen weiteren Sohn in der Dynastie geben? Wäre für die Erbteilung nicht besonders gut. Ach, als Königreich werden wir das verkraften. Wie kommt es, dass meine Frau exkommuniziert wurde? Sie ist doch so treu. Habt ihr, wer der Kaiser... Ihr solltet euch davon sofort scheiden lassen als ehrlicher Mensch. Wollt ihr wirklich mit einer solchen Person verheiratet sein? Ich habe sie erstmal in den Kerker werfen lassen. Ich muss mit ihr reden. Tut dies. Falls ihr dies getan habt, habt ihr dann vielleicht Zeit für eine Audienz, werter Kaiser von Franzien. Wir bringen dann selbst und persönlich frisches Bier und guten Wodka aus dem Osten mit. Dann sofort. Meine Frau kann warten. Das haben wir uns fast gedacht. Der Herzog ist verstorben. Oh, dann betrauern wir dies noch zutiefst als einen wichtigen Vasallen in unseren Reihen. Die Herzogin Ute von Augsburg wird dann hoffentlich die Geschäfte gut weiterführen in unserer aller Sinne. Wir erinnern uns natürlich an das Versprechen, was wir gemacht haben, und werden dieses nun erfüllen. Titel vergeben. Ich hoffe, ihr erinnert euch auch an das, was euer Vater euch erzählt hat, werte Herzogin Ute von Augsburg. Ja, mein Vater erzählte mir, dass, wenn er stirbt, ich Augsburg bekomme. Und dass ihr für immer treu an der Seite Bayerns als Vasall steht, niemals rebelliert, niemals aufbegehrt. Und dies auch für eure zukünftige Dynastie so steht. Natürlich. Ausgezeichnet. Ich hörte, dass ihr treuherzig seid, deswegen, glaube ich, kann ich euch in der Hinsicht vertrauen. Augsburg ist nun offiziell euer. Und nun werde ich mich aufmachen nach Paris zum Kaiser. Wie heißt es so schön? Ewigkeit ist wandelbar. Vielleicht ein Weingut nahe Paris. Oh, da seid ihr ja schon. Ja, ich grüße euch, werter Kaiser. Es freut mich, mit euch wieder sprechen zu können. Ich habe hier natürlich direkt die besten Fässer von Gewürzbier und Bitterbier dabei, neue Sorten und natürlich den altbekannten Wodka. Ich möchte euch natürlich hier erstmal einen guten Krug einschenken. Danke. Denn wie ich finde, als Frohnatur sollte erstmal ordentlich gefeiert werden, bevor man zu ernsteren Themen kommt und miteinander spricht. Weise, sehr weise. Nehmt doch gerne noch einen zweiten Krug, jetzt nachdem ihr den ersten schon ausgetrunken habt. Ich trinke gerne mit euch. Sehr gern. Ausgezeichnet. Und den dritten Krug, den solltet ihr auch nicht nachkommen lassen. Bin ein starker Trinker. Ich hoffe, ihr habt genug mitgebracht. Oh, keine Sorge. Wir haben viele, viele Fässer dabei. Nach einigen Stunden durchzechten Festes spricht die Königin den Kaiser, der jetzt schon ordentlich getrunken hat, nochmal genauer an. So, mein werter Freund, nachdem wir so herzlich schon uns hier begrüßt haben und gefeiert haben, wollte ich nochmal
auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben ja schon ein Bündnis, allerdings würde ich gerne unsere Bande noch fester schließen, sodass die Lieferungen des wertvollen bayerischen Bieres und des Wodkas aus dem Osten auch für immer sichergestellt werden kann in Richtung Franziens. Ja. Und zwar würden wir gerne unsere Tochter mit eurem Prinzen Bernhard verheiraten. Prinz Bernhard? Richtig. Mein Sohn. Wir haben eine hervorragende Wahl, glaubt mir. Meine Prinzessin Gisela gilt allgemein bekannt als Genie. Oh, oh. Das klingt gut. Mein Sohn kann eine gute Frau gebrauchen. Ausgezeichnet. Hier, ihr müsst einfach nur unter dieser Eheurkunde unterschreiben und alles wird hervorragend werden. Wie kann ich sie mir vorher durchlesen? Na, nehmt doch nochmal einen Schluck dieses guten Bieres. Ach, der schmeckt so gut. Das glaube ich. Unsere Familien werden für die Zukunft gut verbündet sein. Mächtig, stark und stolz. Das klingt wunderbar. Ausgezeichnet. Das freut uns sehr zu hören. Wir werden für die Zukunft, denke ich, sehr gute, wichtige und mächtige Verbündete werden. Ich lasse euch die restlichen Fässer noch in eure Wein- und Bierkeller liefern. Und dann könnt ihr in aller Ruhe dort weiter feiern. Ihr solltet unbedingt das nächste Mal nach Mallorca kommen. Eine wunderschöne Insel. So viel Alkohol. Das glaube ich. Ich meine dann den ein oder anderen Humpen habe ich ja auch schon hier verköstigt. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan des französischen Weins. Aber ja, wir werden sicherlich auch nach Mallorca kommen, wenn der Zeitpunkt passend ist. Wunderbar. Nun denn, dann werden wir uns wieder nach Bayern zurückbegeben. Meine dortigen Befehlshaber führen immer noch einen Krieg. Aber das sollte keinerlei Problem darstellen. Dann gehabt euch wohl, werter Kaiser. Habt euch wohl, Königin. Nee, aber die Reichskrone ist eine andere Krone. So, wir kehren zurück aus der Nähe von Paris und haben dort ordentliche Lieferungen besten Gewürzbieres, Bitterbieres und Wodkas geliefert gehabt. Und die eine oder andere Stunde durchzecht gefeiert. Wir waren sehr froh darüber. Die Frau hat unser kleines Besäufnis in Kerker nicht überlebt. Oh nein, und ich muss verkünden, dass mein Ehemann gerade von uns gegangen ist. Heißt das, ihr habt mit eurer Gattin im Kerker gesoffen oder sie hat das Besäufnis nicht überlebt, weil sie im Kerker war? Ja, sie hat das Besäufnis nicht überlebt, weil sie im Kerker war und nicht mittrinken konnte. Ich glaube, das hat was an ihrem Herzen. Eine schwere Krankheit. Verstehe. Ist das nicht seltsam, werter Kaiser Henry III. Von Franzien, dass gleichzeitig eure Frau und jetzt mein Ehemann gestorben sind? Euer Ehemann ist auch verstorben. Gerade eben. Wir sind noch in Trauer. Dennoch müssen wir natürlich die Zukunft des Reichs im Blick behalten. Und das Ehegelübde nehmen wir sehr ernst, von Gott geschaffen, um Kinder in die Welt zu setzen. Und nur der dafür. Der König von Polen verbrennt eine Hexe. Darauf stoßen wir an. Und wie? Als gäbe es Gründe zum Trinken. Nun, der König von Polen ist tatsächlich in letzter Zeit wie besessen nach Bier. Also er hört förmlich gar nicht mehr auf zu trinken. Interessant. Der König von Polen. Ich habe so das Gefühl, also ich glaube, Bayern kann seine Bierlieferungen noch in Zukunft weiter exportieren. Nicht nur in eine Seite. Der König von Polen hat Wodka.
Oh, glaubt und mir, wenn Bier gibt es überall. Wenn ihr das gute Gewürzbier Bayerns getrunken habt, dann werdet ihr noch mehr danach euch sehnen als nach dem Wodka. Bier ist nicht stark genug. Ihr kennt unser Gewürzbier nicht. Doch, habe ich schon mal getrunken. Nichts gegen finnischen Wodka. Nun gut. Hiermit gibt das Königreich Aquitanien bekannt, die Souveränität des Königreichs Schweiz abzuerkennen. Hintergrund ist der, dass rausgekommen ist, dass Prinz Pio von der Schweiz nicht nur ein Mörder ist, sondern gleichzeitig ein Familienmörder. Aus diesem Grund können wir ihm nicht länger trauen und werden jegliche Sachen unternehmen, um diesen Scheusal Einhalt zu gebieten. Was? Ein Familienmörder? Das ist ja unfassbar. Sünde. Mein Vasall? Und? Wen hat ihn umgebracht? Was? Sein Vater? Und das ist bei Kaiser Henri III. Verpönt, dem Lehnsherrn von Prinz Pio, weil er ein katholischer Gläubiger ist. Hat denn Prinz Pio etwas dazu zu sagen aus der Schweiz? Dies waren Intrigen, die mein Vater, da er selbst wieder der Hexerei sich langsam hingegeben hat und auch einen Mord in der Familie begangen hat. Ist nicht unbedingt gerechtfertigt, wenn es ein anderer auch tut. Aus Aquitanien hört man nur, kerkert ihn ein, kerkert ihn ein, kerkert ihn ein. Aber auch in diesem Ton. Ich finde, man könnte auch darüber nachdenken, ob er rechtmäßige Gebiete an den, oder jetzt mittlerweile die Herzogin von Augsburg zurückgibt. Sehe ich auch so. Und ich fordere seinen Kopf. Moment. Ich brauche einen klaren Kopf. Das könnte einige Tage dauern. Ja, es war viel, ich weiß, aber... Ein Moment. Ein Mann aus Navarra wird angeblich der nächste Kaiser im Heiligen Römischen Reich. Ich muss unter vier Augen mit ihm sprechen. Kommt auf mein Weingut, aber diesmal ohne Alkohol. Ich muss... Eure arme Leber. Ohne Weingut auf ein Alkohol. Ja, ohne Weingut auf ein Alkohol. Das sind die besten Verhandlungstage. Ah, diese Belagerungen ziehen sich ganz schön im Osten. Ja, im Westen gibt's auch nichts Neues. Werter Herzog Alexander von Jülich, wollt ihr euch nicht Franzien anschließen? Ihr sprecht gerade für euren Kaiser in Abwesenheit eures Kaisers? Ich habe dich mit deinen Untertanen eines anderen Herrschers die Gnade von Franzien ab? Ich habe nur gesagt, dass ich nicht mit dem Untertanen des Kaisers von Franzien über so ein Thema reden werde. Hört. Und der König von Polen ist tot. Und in Polen herrscht nun Mieszko II. Von Polen? Ja. Nun, dann würden wir sehr gerne Polen einen Besuch abstatten, um vielleicht die Beziehungen positiver Natur in Zukunft ausläuten zu lassen. Ihr wollt doch nicht etwa mit einem Kind sprechen. Natürlich. Ich bin Mutter von vielen Kindern. Glaubt mir, dazu bin ich durchaus imstande. Solange der König noch nicht volljährig ist, wird er keine eigenen Gespräche führen. Nun gut. So sei es. Das würde sein Regent nicht bevorzugen.
Mir ist gerade aufgefallen, dass vor allem in den ungarischen Gebieten noch sehr stark nicht nur der waldensische Glaube vorherrscht, sondern auch der orthodoxe Glaube. Dies ist etwas, was uns nicht gefällt, so nahe an unseren Grenzen. Doch das Byzantinische Kaiserreich ist natürlich noch sehr stark. Vielleicht muss ich dann auch mit unserem Verbündeten, dem Kaiser von Franzien, sprechen, aber auch mit euch, werter König Konstantin von Aquitanien. Hört, hört. Patrick von Aquitanien. Und ich brauche immer noch einen neuen Ehemann. Wer käme denn da in Frage? Wieso werden mir denn bitte nur Kinder angezeigt? Wo sind denn hier die Männer mit Erfahrung, die es wert sind, König zu werden? Ein Lispler auf keinen Fall. Gut, wir konnten uns fürs Erste einig werden. Er bereut seine Sünden, geht sehr oft am Notre-Dame spenden. Genua hat er verloren für seine Taten gegen seinen Vater. Und er hat 10 Jahre Bewährungsfrist. Er Eine sollte weise nicht. Entscheidung. Sind immer noch auf Heiratssuche, dies ist kein leichtes Unterfangen. Ich muss meinem anderen Vasallen noch etwas Gutes tun, dafür, dass er mir diese Nachrichten, also diese Informationen gegeben hat. Ich baue mal seine Forstwirtschaft aus. Hört, hört. Ich habe einfach auf den richtigen Moment gewartet, um euch das zu sagen. Das freut mich sehr. Ein treuer Vasall. So wie er es von mir kennt. Dann kann ich ja jetzt wieder trinken. Das Dynastieoberhaupt der Dynastie Nellenburg ist nun fortan bekannt als König von Lothringen. Oh! Man Ein gratuliert eigenes dem Königreich Emir. wurde geschaffen. Hört, hört. Herzlichen Glückwunsch. Grüße aus dem Königreich Bayern. Und mit diesen Neuigkeiten wird der aktuelle Chronikeintrag beendet. König Alexander von Lothringen existiert nun im Nordwesten des Königreiches entstanden. Beim nächsten Mal wird es weitergehen mit den Geschehnissen in Europa. Gezeichnet Königin Theodelinda von Bayern.